eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining. Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon TCG Online. Heute mal mit einem großen Pack-Opening, über 100 Packs. Wenn ich genau gezählt habe, sind es glaube ich 110 Packs, die ich öffnen will. Natürlich wieder auf der Suche nach Cynthia, vielleicht auch wieder nach ein paar Rayquaza und natürlich auch Capofalla und Hyperball. Die Wrestling sind einfach nur Zusatz, sage ich mal so. Aber ich möchte gerne noch goldene Hyperball haben, ein paar Capofalla noch und natürlich die Cynthia ist für mich das Wichtigste, Rayquaza eher so ein bisschen unwichtiger. Und ich würde mal sagen, starten wir mal mit Überschreiten der Schwellen, weil da ist auch ein schönes Keldeo drin, wenn wir es ziehen würden. Ein Full Art Keldeo EX. Und nein, leider nicht. Nur eine, leider habe ich von denen nur einen Booster. Aber man hat nicht immer so viel Glück. Man aus einem Booster genau das zieht, was man gern haben will. So. Nach und nach. Oh, Nidoqueen. Ah, die Karten habe ich immer mal geliebt. Die Full Art Karten. Die heißen ganz anders, aber ich nenne sie immer Full Art, weil. Guck mal, das sind eigentlich Full Art Karten. Demly finde ich auch ganz cool. Demly finde ich noch mit am besten Doppelangriff. Oh, geht's weiter? Nacht im Flammen. Mal ein schönes Glurak Rainbow wäre auch nicht schlecht. Und ein paar Trainerkarten. Die bekommen einfach nicht das, was ich brauche. Und ein Psyana GX, auch nicht schlecht. Kann man gut was mit anfangen, aber wir brauchen einen goldenen Hyperball. Fuego GX, okay, das ist jetzt nicht schlecht. Kangama, Holo noch. Hariyama, Rare, Non-Holo. Und, oh, Solgaleo GX Full Art, sauber. Auch nicht schlecht. Hyperball wäre mir lieber gewesen. Secret Rare. Torak. So. Schade, kein Secret Rare Hyperball. Alola Sandan. So. Faller wäre jetzt wirklich gut. Volvorok GX. Darmchef. Komm schon, Capofalla, zeig dich. Wieder Gramchef.
wieder Wolverock. Tornator wieder. Wie vorhin schon. Aber schöne Vulpix hier haben wir wieder mal. Und jetzt. Ach, oh mein. Ach Gott. So, und Maho, Full Art, sauber, nicht schlecht eigentlich. Aber ich glaube, die habe ich, verwende ich so selten die Karte. Oder auch gar nicht. Vanette. Vanette. Geox. Ah, Wumms. Kriegen wir noch Schönes. Und die wäre auch nicht schlecht, die im Full Art. Voltenso. Regirock. Regieis, Regirock, wo ist Registell noch dazu, ey? Wieder Regieis, ey, das fängt ja genauso an, wie als die Booster rauskam. Für einen Moment habe ich auch die ganze Zeit nur Ariados, nicht schlecht, Regieis gezogen. Ariados ist auf jeden Fall auch ein Booster wert. Electrobeil GX Full Art. Auch nicht schlecht. Aber auch schon ein paar Electrobeil Decks gesehen und TV-Reporter. Irgendwie klar, dass du dann zwei, einmal die normale, einmal die Full Art haben musstest, ja. Irgendwie so, so irgendwie. Da, Rayquaza sauber. Auch wenn es nur die normale Form ist. Krass, schon mal die haben wir. Das Porter, oh, ich finde dieses Artwork einfach nur himmlisch. Das ist auch wieder so ein altes Artwork. Weiß nur nicht immer aus welchen Sets, weil es gibt ja schon so viele Booster-Sets. Und Electroball GX, oder? So. Cargo. Gewaldro. Die Ox ist ein Sonderbonbon. Sonderbonbon auch ganz gut. Metacross auch nicht schlecht. Lunala. Ui. Sauber. Wasser GX war jetzt kein schlechter Zug, muss ich ehrlich sagen. Okay. Haben schon noch drei Chancen, Rayquaza zu ziehen oder mal wieder eine Secret Rare. Oh, Schreine bestrafen ja schon, habe ich alle vertauscht. Oh, Logok GX, auf jeden Fall nochmal. Ah, zwei Chancen haben wir noch, eine Secret Rare, eine Rainbow zu ziehen. Aber wir kriegen nun wohl Tenso raus. So. Und ein Sherox. Auch nicht schlecht.
So kurz mal, ich mag diesen Bug hier gleich nicht. So, da haben wir es. Da gibt es so einen schönen Bug, den hasse ich. Dann kann ich nicht sehen, wie viele Moves ich noch habe. Früh am Morgen schnell aufnehmen. Auch eine gute Idee. Wenn noch halb im Schlaf ist. Bei mir wahrscheinlich auch noch an. Aber jetzt sind ja hier, sind ja Full Art. Ah, so viel Glück wie bei der TV-Reporterin habe ich wohl nicht. Komm schon, noch eine Cynthia muss gehen. Die Alliger Jack schon 6 Stück. Oh, ich krieg nur die Alligas. Wirbelrotum. Ja, die Rotum sind auch sehr begehrt. Wegen ihrer Fähigkeit. Glaziola GX. Auch nicht schlecht. Schlurbleck. So, komm schon. Lilly und Knackrak. Oh, ich habe so viele Knackraks. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ah, verdammt. Falsche. Das ist aber noch ein Empoleon. Schon mein 6. Reverse. Empoleon ist auch nicht schlecht. Ist auch ein ganz starkes Pokémon hier. Ganz starke Karte. Mega Arena. Auch keiner. Ich finde es immer so geil, man hat hier so viele Karten, die du gar nicht in einem noch nirgendwo gespielt hast, siehst. Oder die keiner spielt. Weil allein das Vulpix siehst du so selten, weil es halt dieses gute Vulpix gibt. Bitte ohne Energiekarten zwei Karten aus seinem zwei Pokémon-Karten aus seinem Deck nehmen kannst, das ist immer richtig hilfreich. Glaziola, 4 Stück jetzt schon. Schon. Oh. Das ist so schwer, es sind ja zu ziehen. Säugerleo. Lucario wieder dreimal. Lucario ist auch sehr begehrt. Gibt's doch nicht, ey. Kann mal irgendwo eine Cynthia aufzutreiben sein, ey. An der Booster mal. Ja. Jetzt weiß ich daran, oder besser gesagt, daran weiß man, dass Cynthia einfach so selten ist. Ich habe schon, ich glaube, über 200 Booster gefühlt geöffnet schon von denen. Oder noch mehr. Vielleicht auch schon 300, 400. Und ich habe nur 2 Cynthias gezogen. Daran erkennt man halt einfach, wie selten die ist. Deswegen hast du 100 Packs kriegst du dafür, 90 Packs, 80 bis 90 Packs. Meine sind ja, die ich jetzt momentan habe, die würde ich auch nur maximal, wirklich nur, würde ich minimal für 100 Packs abgeben, eigentlich für noch mehr, weil dies einfach viel zu selten ist. Bullard. Machen wir mal hier kurz einen Neustart, weil ich habe irgendwie Angst, nichts zu ziehen. Bringt vielleicht was, wenn man halt mal ab und zu mal so macht. Waschrotum. Luxtra.
So. Darkrai Prisma. Shaymin. Echt keine GX mehr. Keine Full Art, keine Rare. Vernünftige Rare mehr, meine ich. Nur die. Na doch, da ist jetzt eine Holo Rare, aber habe ich auch schon viel zu oft. Zenlong. So, einmal mal so, mal sehen, ob das Glück bringt. Wahrscheinlich nicht. Und eine Mars Full Art, sauber. Ja, mir wäre jetzt lieber gewesen, Cynthia. Aber gut, mit der Mars kann man sich auch noch zufrieden geben. Das Virus haben wir noch mal. Ostrotum. Alola Kokowai. Schon, ey, was ist los? Warum zieht man hier nichts mehr? Und jetzt Palkia GX. Shellterra. Pokéfan Club war Reverse. Ah, Mann. Heute echt keine so gute Ausbeute. Keine Secret Rare, keine Rainbow. Dafür aber ein paar Prisma und ein paar. Glaube, Volatz hatte ich, glaube ich, zwei oder drei Stück, ne? Rayquaza war auch noch drunter, das war auch nicht schlecht. Auch wieder ein paar Packs drin dann. Shellterra. Schon. Und eine Abmähne Necrozma GX Full Art sauber. Probieren wir mal unser Glück wie eben gerade bei Mars. Einmal so. Ach, schade. Das gibt's doch nicht. Wieder einfach nichts Gutes hier rausziehen. Haben wieder zwei Cynthias gut gemacht. Deswegen seht ihr mal, wie viel Packs ich geöffnet habe und nur zwei Cynthias rausbekommen. Also auch normal nur zwei. Von 62 Packs muss das gewesen sein, oder 63. Habe ich jetzt nur zwei Cynthias normal rausgezogen. Und die Full Art ist überhaupt nicht dabei.
Gefühlt, Solgaleo und nochmal Lucario. Mit Ewigkeiten dauern die nochmal zu ziehen, gefühlt. Aber sobald die im Versus-Modus verfügbar ist, wird sie nichts mehr wert sein. Oder weniger wert. Luxtra. Shaman. Komm schon. Komm, Cynthia, Full Art, komm schon. Ach, krass. Vielleicht müsste ich mal auf all meine anderen Accounts versuchen zu ziehen. Vielleicht habe ich hier das Glück, das sind ja schon verlassen. Auf den Account. Zwei Stück schon gezogen. So, das war's, liebe Leute. Keine Packs mehr. Leider auch keine Cynthia. Wir haben ein paar nützliche GX-Karten gezogen. Auch wie Rayquaza, die man ein theoretisch gleich wieder vertauschen kann. Mal sehen, ob ich das mache. Was haben wir denn so Schönes an? Na gut, da jetzt den Überblick zu behalten, ist ein bisschen schwieriger. So, aber hier haben wir jetzt insgesamt, habe ich wieder 5 Rayquaza insgesamt. So, liebe Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es so ist. Abonniert mich, wenn ihr neu seid, wenn ihr mehr sehen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.